Süchen und Hallöchen, Leute. Willkommen zurück zu Let's Play.y und Wanderlog Challenge. So, hier mit neuem Rahmen. Ich versuche es heute alles mal mit OBS und warte mal einen Moment. Ups. So, genau, alles jetzt mit heute mit Open Broadcaster. Das hat ja auch einen neuen Rahmen machen müssen, weil der alte dann nicht ganz gepasst hat vom Format her. Was hat mit dem neuen Rahmen? Ich finde den jetzt in Ordnung. Mir erleichtert das einen Haufen Arbeit beim Aufnehmen. Jetzt gehen wir erstmal hier weiter, um zurück zum Spiel zu kommen. Unser Team hat sich ja irgendwie nicht großartig verändert. Nehmen wir einen Mülltank nach vorne. Das braucht damit noch am meisten Level. Oh, für die nächste Arena. Ich kann mir auch keinen Reim draus machen, was ich am besten da tue. Und mal Schütz so Ding hätte. Wie heißt's? Finsteraura oder irgendein Unlicht-Move. Wäre das nicht einfacher. Rote Gel ist beinahe zu draufblättern. Oh, Rote Gel ist cool. Es fängt an zu hageln. Und ich verprügle es mit meiner Stärke. Okay, reicht nicht. Geschenk, heil mich bitte. Naja, macht uns Hefe. Das kann man verkraften. Der Hagel, der ist irgendwie doof. Nochmal, Stärke! So, und ich habe sogar mittlerweile schon einen ziemlich guten Split, von was ich eventuell nach dieser Challenge hier für den Dreck bringen werde. Oder eins der Projekte, was nachfolgen soll. Da ist mir jetzt auch was eingefallen, aber ich weiß auch nicht, ob es direkt kommt, damit ich erst irgendwas Angenehmeres vorziehe. Weil immer nur irgendeine Challenge, ich muss mal gucken, was da genau kommt. Stimme verkackt mir doch noch so ein bisschen, das ist zweimal fett. So. Wo muss man denn hier... nein. Bin ziemlich sicher nicht. Moment. Nichts? Gar nichts? Wirklich? Ah, was für Sage hier. Ein Timerball. Wollte ich schon sagen. Hier lauter leere Gänge und ein geil verstecktes Item. Nee, du. Nicht mit mir. Eine Frosttafel. Wenn wir jetzt Arceus hätten, dann könnten wir auch nichts machen. Doch, da können wir die Frosttafel geben und dann Eispuppen machen, was richtig episch wäre. Also in Theorie. So, aber ich hätte doch mal wieder gern. Also jetzt brauchen wir ein 50. Pokémon oder Psycho- oder Eisattacken. Abwehr das Böse bei Psycho-Attacken kann ich es wahrscheinlich vergessen, da ich ja jetzt nicht mehr großartig noch neue Pokémon fangen werde, wahrscheinlich vor der nächsten Arena. Zumindest fällt mir jetzt spontan keine Route mehr ein, die dort in der Nähe steckt. Ein Snebedeck. Ich gebe dem Ganzen nochmal die Stärke. Oh yeah. Oh, der Holz hat. Oh. Wobei, Metank. Zeig das. Und es ist noch voll. Den Schaden stirbt nicht, aber wir sind ja noch keinen Hagelschaden, weil es ein Eispokémon ist. Rechts hatte ich auch noch nie zum Durchspielen von irgendeiner Edition, fällt mir gerade so auf. Problem ist, wo man es ursprünglich kriegt, in Diamant Pearl Platin, findet man es zu spät. Und ja, gut, hier auch, aber hier ist mich nicht so gereizt. Und, finde ich auch so spät. Vor allem kann man sich mega rechts gesagt durchmachen. Das mache ich mal, dass ich mal damit durchspiele. Mal überlegen. Vielleicht mache ich normales X-Blade schon mal und dann kann ich es ja mitnehmen. Hier ist eigentlich nichts. Aber Hauptsache ist eine Wegverlängerungsspirale. Mein Gott, ein Calcium. Schön. Aber das gefällt mir so mit Open Broadcaster aufnehmen. Ich werde das, glaube ich, in Zukunft zu machen, weil da habe ich auch dann ein Bild, wie das im Ende Video aussieht. Okay, Moment. Oh, Tem Magazine, wo mein Detektor aufgesetzt. Ich mit dem Detektor in der Tasche bin leicht genug. Detektor draußen bin ich viel zu schwer. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Vielleicht so ist es ja wie bei Dragon Ball. Eigentlich sind alles so Kapseln, wo man rausholt. Piu, und bam, da ist das Item. Und ich wollte ein bisschen heilen. Hört mir gerade so auf. Ja, wenn, also, der untere Bildschirm passt so. Wenn ich so spielen kann, dann könnt ihr so zuschauen. Ja, das ist gut. Ich habe echt ein Bild davon.
wir sind hier angekommen am Ziel. Schon. Danke, Mamotel. Verdammt. So. Danke, Mamotel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So. Eine Holo-Nachricht erhalten. Yay. Hey Yolo, ich fordere euch zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena von Fluxia City heraus. Du bereitest die ganze Platz schon mal gut vor. Okay, tschüss, du Knecht. Egal. So. Hey Luda. Ach sie. Warum wimmelt jemand dunklen Ecken und kommt durch? Ich habe eine nachtlichen Dexio an dich. Ich soll dir ausrichten, dass hier im Flux angeblich jemand gibt, der bestens über die legendären Pokémon Bescheid weiß. Und wo? Hast du es vergessen? Hier, die sind für dich. Wiederbälle. Ah, okay. Wiederbälle, leichter gefangen von Pokémon, von denen du bereits am nächsten Tag geschnappt hast. Selbst wenn zwei Pokémon derselben Art angehören, unterscheiden sie sich dennoch mit Stärkewesen voneinander. Ja, und GVs und eventuell auch. Wobei, die EVs nicht unbedingt, EVs sind ja. In EVs können sie sich gleich sein, das kommt immer darauf an, das ist nicht spielabhängig. Aber in DVs können sie sich unterscheiden. Warum bin ich so nicht an den PC gegangen? Ach genau, ich wollte schauen, ob ich Alternativen habe. Ich hätte eigentlich Papinella noch für die Arena. Das hat ja mal Windstoß, also mit Silberhauch, hätte es was. Ich müsste es halt nachtrainieren auf Teamniveau, aber das können die natürlich offscreen machen. Ja, eine Idee, ne? Ich habe mal Trifol. Oh, das hat doch einen dunkler. Papinella wäre sogar eine Idee, würde ich sagen, halt anstatt Kappels. Kappels hat den nächsten beiden Arenen nichts zu melden, aber Kappels ist so nice. In between kann Kappels noch was machen. Gorka kann ich ja nicht weiterentwickeln momentan. Kurohita werde ich auch nicht nehmen. Garados wäre auch cool. Vielleicht für Quatschutz. Quatschutz ist doch ein bisschen zu weh. Das macht mir gute Arbeit. Das sind dann so Pokémon, die ich sage, die gehe ich mir mal rein, falls der schlimme Fall eintritt und verstirbt, habe ich Ersatz. Falls das eintritt, was leider mit Ringdal und Kehle passiert ist. Die Etten könnten Galvor haben. Naja. Bringt das nichts, wo verschüttere mich zu ärgern. Ich heile mich erstmal. Aber ich hab mich eben erst geheilt. Danach kam nichts mehr. Das ist das Doofe. Egal. Lieber Vorsicht ist besser als Nachsicht und die Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Und ich leader mit Miltank gegen Kalem. Ich weiß nicht, warum mit der Leader. Ich habe sein Team nicht mehr im Kopf. Ist zwar. Also theoretisch nicht lange her, doch, ist auch lange her. Oh, eine Boutique. Erstmal schon mal eine Hand, wenn das Geld wieder rausprassen für Kleidung. Oh, das sieht aber auch schick aus. Nee, ich bleibe gebraucht. So, und die Arena ist, wenn ich nicht irre, hier oben gleich. Ja. YOLO! Als Föhr rief mir der Leroy Jenkins, nicht YOLO. Ich kann doch nicht immer den Kürzeren gegen jemanden ziehen, der gleich mit mir in sein Abenteuer gestartet ist. Los, lass uns kämpfen! Sorry, ich habe 5 Generationen mehr Erfahrung als du. Was vom Pokémon Trainer Kalem? Psyogon! Stimmt, haben wir die immer. Aber Miltank ist bulky genug, um das zu schaffen. Gib ihm die Stirn. Das tut dir mehr weh als mir, mein Freund. Die Säuse-Stimme, aber auch die macht nicht viel Schaden. Nochmal die Stärke, dann dürfte das eigentlich auch schon. Wobei, nee, ich glaube nicht, das hat sonst ja, die Hälfte Schaden, aber das eine war ja von Beulen und es reicht tatsächlich nicht aus. Brauchen wir noch eine Stärke, wenn er nicht heilt. Lichttank lässt nach. Was hat den Mittag nochmal für eine Fähigkeit? Ich glaube, es war es Vegetarier? Keine Ahnung. Muss man gleich mal prüfen, was Mittag so alles lernen kann, auch durch TM. Eventuell finde ich eine gute Attacke für die Arena. Ich ist physisch lebendig. Da kommt ein Flamara. Flamara ist offensiv physisch. Also kann man. Und ich habe eine sehr effektive Dampfwalze. Also fuck this shit. Dampfwalze! Oh yeah, man. So, Muttert. Biss. Das tut dir mehr. Wer ist immer wohl? Das sieht man unbedingt.
Und noch eine Dampfwalze und dahinterher dann überall Stärke. Nee. Stärke sollte schwächer sein. Stärke hat 80 plus Steps nicht 120. Okay, es ist genauso stark wie eine Dampfwalze. Da kommt sein Quajutsu. Aber das hat ja den Normaltypen und er dürfte keinen Eisstrahl haben. Hat er einen Eisstrahl oder nicht? Oder ein Sondersensor kann das Ding auch noch lernen. Vergehen Sie, wir gehen auf Stärke. Winster-Aura. Wow! Immer langsam mit den jungen Ponita. Ein Hyperdrang. Ich hätte Milchgetränke machen sollen, um zu scouten, weil das wäre immer noch knapp geworden. Wenn es geflincht wäre, ist es richtig eng geworden. Wasserschulden. Okay. Das macht nicht so viel Schaden. Aber wenn er so auf Wasser und Duftack legt, kann ich echt auf Kapitz gehen und ihn einfach Tempo heben. Dynamo wäre eine Möglichkeit, aber eigentlich, ich glaube nicht, dass ein Sondersensor, aber Sondersensor ist, glaube ich, eine Herzschuppenattacke. Und Eisstrahl ist eine Thermattacke. Ja, er geht auf Finsteraura, das sollte Kapitz auch locker tanken. Ja, Kapitz ist physisch stark. Ich bin physisch defensiver als speziell defensiver im Team, aber egal. Er ist auch nicht Pokémon. Echt jetzt, Kapitz. Tempo-Heat. Das sollte ja doch ausreichen. Hier, du Real MVP. Und ja, stimmt. Er hat ja jetzt, er hat auch seinen Absol. Und ja, Meta reicht Level 45. Nicer, nicer. So, Absol schickt den über den Kampf geschickt. Ich würde sagen, den geben wir noch den Heat zum Himmel. Und die Flinkklaue. Kapitz aktiviert die Flinkklaue so oft. Oh Mann, und immer wenn sie nicht springen. In the Heat! Das soll es gewesen sein. Just du nicht. Wobei, vielleicht war ich ja sogar mit dem Tempo eher dran, weil vielleicht hat er Wasserschulden gemacht. Unsere Reiseroute war die gleiche, aber offenbar haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Yeah, unterschiedliche Erfahrungen. Hier haben wir 4600 Geld. Und der Pokémon ist zwar deutlich stärker geworden, aber zu dir und deinem Team fehlt mir noch ein kleines Stück. Aber egal, ich werde jetzt erstmal dein Pokémon-Team für dich wieder aufpeppeln. Das ist aber nett. Du bist vielleicht stark, dass ich auf viele starke Trainer treffen würde, war mir ja bewusst. Aber dass ich mein Meister ausgerechnet in meiner Nachbarin finden würde, hatte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Los, dann zeig mir Relator, was eine Hake ist. Ja, eine rechte Hake! Vielleicht soll ich sie nicht gleich verprügeln. Und du bist? Günther, zwei Themen, wohl auch in meiner Brust. Wenn die eine die nächste Herausforderung kaum abwarten kann, während die andere aus Angst vor einer niedergegebenen Vergleich scheut, wird es wohl bis zum St. Nimmerleins Tag dauern, bis ich mich in die Arena stellen kann. Du bist ein Schwarzgurt, das ist eine Psycho-Arena, also du schaffst das eh nicht. So, eine Arena mit einer eigentlich psychopassenden Arena mit einem verwirrenden Rätsel. Aber ich finde es immer noch schöner als das Psychokönigreich in Pokémon Conquest. Muss ich sagen, das ist ein absolutes Hasskönigreich, weil das ist übrigens so nervig. Ich meine Lucio meistens schon in den wenn ich das Spiel. Ich spiele privat gerade sehr viel. Wenn ich das Spiel jetzt noch gekauft habe und ich meine Lucio sehr stark. So. Du klärst heute eigen. Ah, Moment, viele Psychopokémon können Spukball. Ich trau mich nicht, Dunkles hier reinzuschicken, weil es einfach zu riskant ist. Vielleicht gegen das andere. Lass dich von der ungewohnten Umgebung nicht ablenken und zeig mir deine wahre Stärke. Der meine wahre Kraft. Wenn es jetzt ein Durengarten bei Pokémon, dann hätte ich keine Angst. Ein Kokowai. Nun wollte ich wissen, ob Ding mir getan hat, weil ich wusste, dass hier irgendwo in der Arena ein Kokowai lauert. Und wer den Soling-Stream von mir und Christian gesehen hat, der weiß, wie ich mittlerweile zu Kokowai stehe. Wobei ich mag Kokowai. Ich hätte sogar ein komplettes Kokowai. Müsste Fähigkeit Rauflust. Ach ja, stimmt, das war ja das, was ich gesagt habe. Das könnte uns praktisch werden. Rauflust finde ich immer eine gute Fähigkeit. Gerade von Playthrough. Ich finde es im Competitive Stream Playthrough eine sehr gute Fähigkeit. Und die Stärke macht nicht die Schaden verkauft Psycho-Shock, aber den sollte ich besser tanken können, als die Chinesen, die sie mit mir haben könnte. Und noch das, wobei, da überlebt noch einen selbst mit Crit. Aber ob da ein dritter Schlag ausreicht, ist jetzt fragwürdig. Ich kann ein bisschen viel Schaden, aber mache ich erstmal Milchgetränk. Ich will nicht so viel auf Heil-Items bauen müssen.
Ich kann sagen, Geld ist teuer im Spiel. Nein, aber Heirat ist teuer im Spiel. So, ich geh noch mal auf ein Milchgetränk. Wobei ich danach einfach rüber dran ziehen, weil das schaffe ich nicht rechtzeitig wieder hochzuhalten. Sei Schork! Und da kam der Crit. Und ja, der hätte mir richtig Schaden gemacht. Ich nehme jetzt den Hypertrank. Und hoffe, dass er das nächste nicht wieder crittet. Ich muss husten. Ich merke, leichter Kälte, das ist schlecht. Warte mal, vielleicht muss schon morgen hier Schnupfen sein können. So, Meter, würdest du das bitte mit der Stärke dieses Kokoball vom Feld schießen? Critter ist weg, wenn du fahren musst. Mann, ey. Die nächste Stärke sollte es sein. Also nicht mehr heilen. Lieber Ringerdame. Ich muss nicht heilen. Ich hab das schon. Ja, Ringer würde jetzt sogar. Nee, auch nicht. Oder? Doch, hätte ein bisschen mehr geholfen. Egal. Ja, kontrollierst du deine Warten. Deine Stärke hast du auch deine Pokémon unter Kontrolle. Die habe ich auch so unter Kontrolle. Nur weil sie getauscht sind. Das ist gemein. Okay. Soll nicht rumholen. Soll ich sagen, wenn du klärst, ich werde es mal versuchen. Wenn du klärst, ist in der Arena nicht schlecht, ich sollte auch in die Attacken ändern, weil Nachthieb und Schattenstoß sind eigentlich zwei Attacken, wo ich sage, die brauche ich nicht unbedingt miteinander. Ich kann das Dunkel klauen, ja, das ist immer ein Slap. Ach stimmt, ich wollte auch beim Mittag mal gucken, ob das Neues lernen kann. Wenn ich die scheiß Stärke nicht brauchen würde, wäre Rückkehr eine echt geile Sache. Aber das mache ich dann vor der Top 4, dass ich die Attacken anpasse. Raub für Quajutsu vielleicht? Das ist mit Stärke 60. Dazu liegt Akrobatik für Quajutsu. Wollte ich das nicht sogar machen? Das ist ja kein Item, dann ist der Akrobatik wäre immer scherzhaft. Was hast du noch für Attacken? Das Katapult und Steigerungsziel. Ich würde mal sagen, weg mit dem Katapult. Nee, weg mit der Rückkehr. Und ich glaube, ich hau das andere für Raub weg. Dann habe ich nämlich in der Arena noch was zu machen. Und hier will ich nicht Steigerung ziehen, aus Gründen, die vielleicht bekannt sein dürften. Ich weiß, Quajutsu dann noch irgendwann Nachthieb, aber das Zwang muss der Raub helfen. Und bei Raub und Akrobatik ist nicht gerade die beste Kombo, fällt mir gerade so auf. Und du kannst dunkel klauen, ja, das ist immer besser als der blöde Nachthieb. Also, nein, also beides. Eigentlich praktisch die selbe Attacke, aber für Durin gerade ist das besser als der Nachthieb. Wegen Gründen und Sachen. Nein. Strauchler. Ja, ich bin ein Fan von Strauchler auf Quajutsu, aber hier bringt es mir nicht viel Vertrauenssache. Das kriegen wir alles als Netz. Du hast gewählt, Zapdach und Stärke bei nur um Milchsack die Rückkehr dann zu geben, aber ich bin irgendwie. Doch Attacken von der Weihe am Trascora. So, ist hier oben noch ein Trainer? Nein, ich kann im Kreis laufen. Oh, ich liebe diese Musik so, die ist. Ah, die ist so zum Mitsummen. Die hat bei mir so einen hohen. Oh, ein hoher Mitsum-Faktor. Ja, das Wort gibt's. Und doch, da oben ist Guido von der Arena. Arena-Angestellte Guido. Guido! Digga, Guido. Moment, ne, hä? Solange du an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Das klingt wie ein Spruch, der 1 zu 1 das Digimon sein könnte. Wenn du nicht glaubst, kannst du alles schaffen. Vertrau mir, du bist. Ah, das Ding hat definitiv keine geilsten Unlicht-Attacken. Oder? 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 Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das ist schon, aber du klaust für den Ding trotzdem 8% zu. Das steigt seine Werte. Das ist nicht cool, Mann! Spezialangriff steigt stark. Okay, aber das wollte eigentlich. Trotzdem die Dunkelhaue ausreißen. Oh, der Crit. Aber Dunkelhaue hat eine hohe Crit-Chance und das ist ein Playthrough. Ich brauche mich gegen Hexen nicht schlecht fühlen. Wer da was könnte euch aufhalten? Niemand, würde ich fast sagen. Ja, denn ich glaube an mich und meine Pokémon. Oh. Und dann das Herz der Karten, dass sie nichts damit zu tun hat.
So, wo geht's denn hier hin? Wieder so ein Ding. Oh. Erinnere jetzt ein bisschen verwirrend, das muss ich sagen. Allerdings ist es nicht so schlimm. Die Hexe oben vergessen, oder? Na, du Knecht? Mein Kampf gegen dich steht unter einem anderen Stern als alle Kämpfe davor. Zu dieser Erkenntnis bin ich wegen. Bin ich. Hä? Zu dieser Erkenntnis bin ich in einer Vision angelangt. Ach so, jetzt hat. Hier mit einer Vision in der ganzen Scheiß. Psychokilia, ey. Du hast dich wieder gerne. Ich hab den Fetzer echt oft gerne, ey. Vielleicht soll ich mal Kaffee oder sowas trinken. So, dunkel. Oh, bei das Ding. Anspruchball. Ich bin schade, dass ich gerade Werte wechsel. Und ich, der gibt mir Magieschild. Sag mal, bist du dumm oder so? Mein Schildlos wirkt sowieso auf beide und Werte weg. Und Magieschild ist besser. Und Level 45 für Dukles. Juhu! Und oh, der Eisenschädel, der Eisenschädel. Schön, schön, schön. Du und dein Team, ihr teilt offenbar wirklich alles miteinander, egal ob Freude oder Leid. Ja. Und dieselbe Reiseroute. So, mal gucken, wie weit wir jetzt noch kommen, weil ich glaube, es kommt noch. Trainer? Die Hexe, die ich vorher angesprochen habe? Ja, nee, warte, das war eine andere. Die andere. Hier kommt auch noch eine. Die kommt zuerst. Und dann müsste ich schon bald zu Astrid kommen, aber vor der mache ich einen Schnitt und dann sehen wir uns erst in der nächsten Folge. Hihi, gemeint, ich weiß. Hexe Kyra. Eine Rosana. Rosana kann auch. Ich habe so Angst vor Spukball oder ich glaube, Finsteraucher können nicht allzu viele Psycho-Pokémon lernen. Das ist, da bin ich mir sicher. Bei Spukball bin ich mir sicher, das können nicht allzu viele Psycho-Pokémon lernen. Betrugträger. Das muss ich drauf aufpassen, wenn das jetzt nur Schaden macht, kann ich so einen Schattenstoß eh finishen. Oder die genaue reicht eh. Wenn man sagen wollte, dieses Ding ist sowieso tot, bevor es zum Angriff kommt. Die unsichtbare Kraft der seelischen Unterstützung für mein Pokémon war aber nicht stark genug. Psycho! Ich bin mir noch nicht über das Endmoveset von unserem Durengard im Klaren. Weil. Eigentlich schon. Ein bisschen. Diese Arena wird ausschließlich mit kosmischer Energie betrieben. Kosmische Energie, damit man die. Setzt man einfach oben eine Ozonschicht, macht man kurz ein kleines Ding rein, macht die Klappe auf, setzt einen Saugstutzen an und saugt die einfach ab oder was? Ich stelle mir das gerade nicht mehr vor. Gardevoir, Gardevoir kann kein. Gardevoir kann Spukball lernen. Egal, dann bist du noch eine Fee und du hast Schild los. Wenn ich mein Schild los bin. Egal, wie Grenzer. Okay, du wirst aber keinen Eisenschädel können. Das sieht bei gerade auch sicher lustig aus. Wenn so. Wer sich halt gepokt und dann kommt so ein Eisenschädel. Schattenstoß könnte es jetzt hier. Nee, wo mein gegnerischer Pokémon dann nicht sich verkacken. Die Verteidigung von Dukengard. Leider ist die Spessel dafür. So, womit evoliert immer auf 90. Trotzdem machen wir immer noch Sorgen, Dukengard. Dukengard, sag ich schon. Es soll ein Dukengard werden, ja, aber es ist noch keins. Man. Oh man! Hier geht's nicht lang. Sie sind wie bei Astrid. Aber die gute Dame sprechen wir aus dem nächsten Part an. Und das war's mit Pokémon Y Wonderlock Challenge für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis denn und ciao.